Meeresschildkröten wie die unechte Karettschildkröte sind die Vagabunden der Meere. Sie wandern Tausende von Kilometern im Jahr, folgen ihrem inneren Kompass, der sie zu den besten Nahrungsgründen führt und zurück zu den Orten, an denen sie sich paaren. Doch auf einer griechischen Insel hat ein Tier dieses uralte Verhalten aufgegeben. Es lebt anders als alle seine Artgenossen. Mitten im Ionischen Meer zwischen Italien und Griechenland liegt die Insel Zakynthos. Der Fischerhafen der Hauptstadt Laganas erscheint auf den ersten Blick verschlafen. Doch beinahe jeden Morgen tut sich unter Wasser etwas Ungewöhnliches. Der morgendliche Besucher hat es nicht auf die Fischer selbst abgesehen, aber sehr wohl auf ihren Fang. Dass dieses Wesen hier lebt, scheint wieder die Natur. Nirgendwo sonst im Mittelmeer findet etwas Vergleichbares statt. Jeden Morgen um dieselbe Zeit geben Demetrios und die anderen Fischer Auskunft über das Geschehen im Hafen. Seit fast 4 Jahrzehnten gehen sie nicht nur routiniert um mit dem geheimnisvollen Gast im Hafenbecken, sondern auch mit den Touristenscharen, die sich hier versammeln. Das morgendliche Ritual hat eine gewisse Eigendynamik bekommen. Waren es anfangs nur die Fischer und der mysteriöse Besucher, sind es inzwischen in der Hauptsaison bis zu 100 Menschen aus ganz Europa. Und dann taucht er auf. Sotiris. Diese unechte Karettschildkröte wird von den Fischern auf Zakynthos verehrt, fast wie ein Heiliger. Ein bisschen Show muss natürlich sein für die Touristen. Und Sotiris spielt routiniert mit. Doch um Show geht es bei dieser Begegnung nicht. Die Fischer und die alte Schildkröte verbindet seit über 40 Jahren etwas anderes. Denn Sotiris bleibt hier, anders als alle Meeresschildkröten. Das Männchen hat das Millionen Jahre alte Verhalten seiner Art abgelegt. Seine Artgenossen wandern tausende Kilometer im Jahr. Seit den 70er Jahren jedoch hat Sotiris Zakynthos nachweislich nicht mehr verlassen. Aber warum? Äußerlich ist kein Grund feststellbar, der Sotiris zu diesem untypischen Verhalten zwingt. Die Fischer glauben, Sotiris sei die schlaueste Schildkröte der Welt. Wenn im Sommer Hunderte von Weibchen von ihren Reisen zu Eiablage und Paarung nach Zakynthos zurückkehren, erwartet sie der schlaue Sotiris. Ausgeruht kommt er als erstes Männchen bei den weiblichen Schildkröten zum Zug, behaupten die Fischer. Denn im Gegensatz zu allen anderen Männchen, die monatelang durchs Mittelmeer paddeln, macht Sotiris höchstens kleine Ausflüge rund um seine Insel. Ein Flaneur, ein Spaziergänger im Vergleich zu seinen vagabundierenden Artgenossen. Über Nacht wegbleiben, noch dazu im offenen Meer, für Sotiris schlichtweg undenkbar. In den ausgedehnten Seegraswiesen rund um seine Insel ist Sotiris bekannt. Sobald er den Hafen verlässt, saugt sich an der Unterseite des Panzers ein Schiffshalter fest. So lässt sich der etwa 50 cm lange Fisch, ohne einen Flossenschlag tun zu müssen, von Sotiris zu neuen Nahrungsgründen bringen. Doch das kann dauern. Unechte Karettschildkröten schwimmen selten schneller als Schrittgeschwindigkeit. Nicht nur der Schiffshalter, auch andere Meeresbewohner profitieren, wenn der über 1 Meter lange und fast 3 Zentner schwere Sotiris einen Zwischenstopp einlegt. Dann wirbelt der sanfte Riese Nahrung im Sand auf. Auch der Schiffshalter holt sich jetzt seinen Anteil.
Im Norden von Zakynthos, an der Blauen Grotte, wird Sotiris häufig gesichtet. Wasser, Wind und Wellen haben über Millionen von Jahren dem weichen Kalkstein ein weit verzweigtes Labyrinth eingefräst. Diese Höhlen sind ein Paradies für viele Arten, die hier Unterschlupf und Nahrung finden. Manchmal kommt es an den begehrten Plätzen aber auch zu ungewöhnlichen Begegnungen. Der Gabeldorsch hat hier ausgerechnet den Lieblingsplatz der Muräne bezogen. Die furchteinflößenden Reißzähne des schlangenartigen Räubers sind mit Bakterien überzogen, die bei jedem Biss Infektionen verursachen können. Nur unwillig weicht der Gabeldorsch von der Stelle. Beide Räuber sind aus einem besonderen Grund hier. Körperpflege. Die Garnelenputzkolonne wartet auf Kundschaft. Und den roten Winzlingen ist es anscheinend egal, ob und wie gefährlich ihr Klientel ist. Sie brauchen nichts zu fürchten. Bezahlt wird in Naturalien. Die Parasiten auf der Haut und im Maul sind die Lieblingsspeise der Putzergarnelen. Jeder Kunde bekommt Rundum-Service. Ist die Geduld zu Ende, genügt ein kurzes Zeichen und die Garnelen ziehen sich nach einer letzten Inspektion zurück. Tief in diesem Höhlensystem versteckt sich noch ein anderes Lebewesen, eines, das von den alten Griechen als göttlich verehrt wurde, eine junge Mönchsrobbe. Weil sie jahrhundertelang gnadenlos vom Menschen gejagt wurden, sind Mönchsrobben heute vom Aussterben bedroht und haben sich in Höhlen zurückgezogen. Hier warten die Jungen auf die Mutter, die den Unterschlupf nur zum Jagen verlässt. Doch die Mönchsrobben finden hier keine Ruhe. Wegen ihrer Schönheit ist die Blaue Grotte ein Touristenmagnet. In der Hauptsaison dringen Dutzende von Booten bis tief in die Grotte vor und verschrecken die jungen Mönchsrobben. Die wenigsten Touristen ahnen, wie sehr sie die Tiere stören. Für die Mönchsrobben sind die Höhlen von Zakynthos einer der letzten Zufluchtsorte im Mittelmeer. Auch Sotiris mit seinem blinden Passagier wird hier der Trubel in der Mittagszeit zu groß. Und schließlich hatte die Reise in den Norden nicht zum Spaß gemacht. Hier treffen die prächtigsten Weibchen ein, die den Frühsommer in der Adria verbracht haben. Und deswegen bezieht Sotiris, der alte Gigolo, genau hier Position. Nur ein paar hundert Meter vor der Küste von Zakynthos fällt das Meer über 1000 Meter tief ab. Erst dort, wo der sogenannte hellenische Graben beginnt, fühlen sich normale Schildkröten richtig wohl. Sotiris ist im unendlichen Blau ein seltener Gast. Nur wenn die Paarungszeit bevorsteht, kommt er hierher. Doch nicht paarungsbereite Weibchen begegnen ihm, sondern eine Gruppe von Rundkopfdelfinen. Sie sind hier gerade auf der Jagd. Bis zu 300 Meter tief und über eine halbe Stunde lang taucht diese etwa 4 Meter lange Delfinart, um Tiefseekalmare zu erbeuten. Die weißen Narben kommen von Rangkämpfen untereinander, aber auch von den scharfen Schnäbeln der großen Kalmare. Rundkopfdelfine sind, genau wie Mönchsrobben und unechte Karettschildkröten, stark bedroht. Als dann noch eine zweite Schildkröte auftaucht, reagieren die Rundkopfdelfine. Ihre Schwanzschläge vertreiben das fast 80 cm lange Weibchen und bringen den armen Sotiris um die Chance, der von Seepocken bewachsenen Schönheit seine Aufwartung zu machen. Doch nach ein paar Manövern folgt das Weibchen wieder ihrem alten Kurs. Der schlaue Sotiris wird sie erwarten. Sein Instinkt sagt ihm, das Weibchen will sich wie hunderte andere Schildkröten im Hochsommer in Zakynthos paaren und ihre Eier ablegen. Dafür schwimmen sie tausende Kilometer.
Winter und Frühling verbringen unechte Karettschildkröten im wärmeren Wasser vor der afrikanischen Küste. Nicht so Sotiris. Der Grund? Die besten Paarungsplätze sind weit von den besten Nahrungsgründen entfernt. Quallen sind die Lieblingsspeise der Schildkröten, trotz ihrer giftigen Nesselkapseln. Doch diese Vorliebe wird den Tieren immer mehr zum Verhängnis. Sie verwechseln Quallen mit Plastikfolien. Über die Jahre sammeln sich unverdauliche Stücke in ihren Mägen. Im Mittelmeer sterben jedes Jahr Zehntausende von Schildkröten. Nicht nur am Plastikmüll. Sie ersticken qualvoll als Beifang in Fischernetzen oder werden beim Atemholen von Schiffsschrauben zerfetzt. Sotiris, die schlaueste Schildkröte der Welt, hat vielleicht auch wegen dieser drohenden Gefahren seine Wanderungen aufgegeben. Da ihm das Weibchen wieder mal entwischt ist, bezieht er weiter südlich erneut Station. Der Strand von Geracas, nur ein paar Kilometer von seinem Heimathafen entfernt. Für Sotiris der perfekte Ort für ein Blind Date. Hier, in Sichtweite des Ufers, warten viele Weibchen auf die Männchen. Das weiche, lehmige Hochufer bietet nicht nur den Mehlschwalben die Möglichkeit, ihre Nester zu bauen oder sich aufzuwärmen. Auch Rauchschwalben gibt es hier. Der Strand von Geracas ist eine der am strengsten geschützten Zonen im Nationalpark von Zakynthos. Motorboote sind genauso verboten wie Hotelburgen. Am Eingang zum Strand informieren Freiwillige die Besucher über die Schildkröten. Der Direktor des Nationalparks, Laurent Sourbet, organisiert die Helfer und versucht, das Bewusstsein von Einheimischen und Touristen zu verändern. Am Anfang war es sehr, sehr schwierig. Die Menschen waren totale Freiheit gewohnt. Aber nach fast 15 Jahren kann ich sagen, hier in Geracas hören sie keine laute Musik mehr und spielen auch kein Fußball. Dabei haben wir am Strand nichts verboten, wir haben nur darauf hingewiesen. Und das hat mehr verändert, als es die Verbote tun. Wir müssen das Denken verändern. Und ich denke, dass sich so ein neues Bewusstsein durchsetzen kann. Die Idee eines echten Schutzgebietes. Doch für die Freiwilligen ist es Sisyphus-Arbeit. Denn jedes Jahr kommen neue Touristen. Besucher, denen alles von vorne erklärt werden muss. Am späten Nachmittag lässt sich Sotiris immer noch im flachen Wasser vor Geracas treiben. Er kennt den Trubel. Aber erst wenn es wieder ruhiger wird, wird das scheue Weibchen kommen, das er heute Mittag leider verpasst hat. Es geht bedächtig zu bei der Paarung von Karettschildkröten. Auch ein fast 70 Jahre alter Liebhaber hat hier noch gute Chancen. Denn das Weibchen muss ihn in den nächsten Minuten tragen. Die Paarungszeit ist die einzige Zeit im Jahr, in der sich die Geschlechter treffen. Sotiris wird auf Zakynthos wie ein Heiliger verehrt. Der Retter, wie sein Name übersetzt heißt, hat lange vor dem einträglichen Massentourismus fast ein Dutzend Fischerfamilien vor Armut bewahrt. Die ersten Touristen gaben Geld, um ihn anzulocken. Damit rettete Sotiris viele Familien über die kargen Wintermonate hinweg. Einigen Kindern konnten die Fischer sogar ein Studium finanzieren. Heute sind die Fischer nicht mehr auf das Geld angewiesen. Denn der Massentourismus hat auch Zakynthos eingeholt. Der 8 Kilometer lange Strand von Laganas, die Wahlheimat von Sotiris dem Retter,
ist auch der wichtigste Brutplatz und Paarungsort der unechten Garrettschildkröte im Mittelmeer. Anders als in Gerakas ist die Bucht von Laganas nicht für Motorboote gesperrt. Hier versuchen immer mehr Veranstalter, angebliche Ökotourismusunternehmer, aus den Schildkröten Kapital zu schlagen. Die Tiere sind zu einer geldbringenden Attraktion geworden. Seit 1999 der Meeresnationalpark eingerichtet wurde, gibt es regelmäßig Spannungen zwischen Umweltschützern und Tourismusunternehmern. Der Mindestabstand von 50 Metern wird nur selten eingehalten. Denn wer am dichtesten an die Schildkröten herankommt, hat die zufriedensten Kunden. Die Freiwilligen vom Nationalpark sind hier machtlos. Wie nachhaltig diese Störungen das Paarungsverhalten beeinträchtigen, wird noch genauer untersucht. Eines steht fest, in Gerakas sind die Voraussetzungen für die Meeresschildkröten besser. Nachmittags werden hier sogar die Liegen hochgestellt. Denn für die schwerfälligen Reptilien sind sie nachts unüberwindliche Barrieren. Und wenn es wieder einmal zu wenige ehrenamtliche Helfer gibt, greift der Nationalparkdirektor selbst zum Rechen. Denn auch an Sandburgen kommen die Meeresschildkröten auf ihrem Weg zur Eiablage nicht vorbei. Erstaunlicherweise akzeptieren Kinder die Erklärungen und Maßnahmen der Nationalparkmitarbeiter meist schneller als manche Erwachsene. Und morgen ist ja auch noch ein Tag für künftige Architekten. In manchen Nächten zwischen Juni und September warten im flachen Wasser vor den Stränden von Zakynthos Dutzende von Weibchen auf den richtigen Zeitpunkt, ihre Eier abzulegen. Doch es werden jedes Jahr weniger. Gerade einmal 800 Nester werden hier in der ganzen Saison noch gezählt. Das ist kein Vergleich mehr zu den Zeiten, als Sotiris hier zum ersten Mal im Hafen auftauchte. Damals, bevor der Massentourismus kam. Jedes Weibchen hat über 100 Eier im Bauchraum. Diese zwingen die über 90 Kilogramm schweren Tiere, ihr gewohntes Element zu verlassen. Doch in einer Sommernacht wie dieser sind in Laganas auch andere unterwegs. Laganas ist Partyzone. Inzwischen landen jedes Jahr mehr als 400.000 Menschen auf Zakynthos, einer Insel, die gerade einmal halb so groß wie Berlin ist. Für die Schildkröten eine Katastrophe. Direkt neben dem wichtigsten Schildkrötenstrand des Mittelmeers versuchen hunderte Diskotheken und Bars, Feierwütige aus ganz Europa mit Lichteffekten und Soundanlagen zu locken. Die Weibchen verlieren bei diesem Lärm und Licht die Orientierung und finden, anders als das Partyvolk, die besten Plätze nicht mehr. Ihr Instinkt zwingt die Tiere, ihre Eier genau an dem Strand abzulegen, an dem sie auch geschlüpft sind. Schaffen die Weibchen dies nicht, wird die Art im Mittelmeer über kurz oder lang aussterben. Immer seltener kommen die Weibchen überhaupt noch an Land. Auf Zakynthos entscheidet sich, ob Umweltschutz und Massentourismus miteinander vereinbar sind. Denn tags in der Bucht und nachts am Strand, vor Laganas stehen die Schildkröten unter ständigem Stress. Die griechische Umweltschutzorganisation Archelon hat im Sommer fast 100 Freiwillige aus ganz Europa im Einsatz. Mit dem Ziel, die Meeresschildkröten auch nachts zu schützen. Das Weibchen hat es soweit geschafft. Sie darf jetzt die Eiablage keinesfalls abbrechen. Deshalb sind Chris und Florian sehr vorsichtig und warten mit ihrer Arbeit, bis das Weibchen fast mit dem Ausheben des Nestes fertig ist. Erst dann hat ihr Körper so viel Hormone ausgeschüttet, dass sie nichts anderes mehr wahrnimmt. Erst wenn sie die Flossen ausbreitet, ist sie bereit. Dann sieht man die Kontraktionen, die durch ihren Körper zucken. Sie ist kurz vor der Eiablage. Aber kurz zuvor macht sie noch einmal völlig andere Bewegungen, um das Loch noch tiefer zu schaufeln. Mich fasziniert sehr, dass ihr alle diese komplexen Abläufe niemand beigebracht hat. Sie kann es einfach. Rotes, für die Schildkröte nicht sichtbares Licht
Und die langsamen Bewegungen der beiden stören das Tier jetzt nicht. Immer wieder muss das Weibchen innehalten, um Kräfte zu sammeln. Etwa 80 cm tief ist das Loch, in das sie ihre Eier legt. Das muss sehr schmerzhaft sein, oder? Der Panzer gibt keinen Millimeter nach. Alle Organe im Inneren werden nach oben zusammengedrückt. Fressen ist ihr kaum noch möglich. Es ist so schmerzhaft, dass es sich sogar auf die Lungen auswirkt. Sie kann kaum noch Luft holen. Chris aus England hat schon viel Erfahrung mit den Tieren. Seit 6 Jahren verbringt er jeden Sommer auf Zakynthos. Der gelernte Schiffsbauer legt eine farbige Schnur weg von den Eiern an die Oberfläche. So kann er die Stelle morgen wiederfinden. Welche Schildkröte zu welchem Nest gehört, kennzeichnet Chris mit einer Markierung. Archelon hat über die Jahre eine umfangreiche Datenbank angelegt. Doch ob dieses Tier oder auch eines seiner Nachkommen in Zukunft hier noch Eier ablegen wird, ist ungewiss. Zu sehr schon hat der Mensch den Lebensraum der Schildkröten verändert. Nach einer halben Stunde hat das Weibchen ihr Nest zugeschüttet und großflächig getarnt. Jetzt kann das Vermessen des Tieres beginnen. Falls sie in ein paar Jahren doch zurückkehrt, weiß man, um wie viel sie gewachsen ist. 68 cm misst der Panzer. Chris schätzt das Alter des Tieres auf ungefähr 30 Jahre. Alles wird genauestens dokumentiert. Vorsichtig markiert Chris den Bereich neben dem Nest mit einem Stock. Das macht das Finden morgen einfacher. Das Weibchen hat die Tortur hinter sich. Erschöpft kriecht sie dorthin, wo ihr Körper wieder schwerelos wird, wo vielleicht schon Sotiris, der Retter, wartet, um sich mit ihr zu paaren. Denn der schlaue Sotiris weiß, die Paarung kann vor oder nach der Eiablage geschehen. Am Morgen danach ist es ruhig im Hafen von Laganas. Sotiris hat sich stark verspätet. Normalerweise hält er immer zwischen 8 und 9 Hof. Die Fischer kennen seine Launen, gerade jetzt zur Paarungszeit. Erst gegen Mittag taucht er auf. Es muss eine aufreibende Nacht gewesen sein, so missmutig wie er scheint. Demetrios und seine Leckereien ignoriert er genauso wie die Angebote der anderen Fischer. Seine Appetitlosigkeit heute Morgen, erzählen schmunzelnd die Fischer, käme daher, dass Sotiris letzte Nacht keinen Erfolg bei den Frauen hatte. Im Gedränge von Laganas sind Chris und Florian zum Nest von letzter Nacht unterwegs. Wenn die Weibchen die ganzen Hindernisse gemeistert haben und die Eier abgelegt sind, dann werden auch unter diesen Umständen Jungtiere schlüpfen. In dem Trubel müssen die beiden Freiwilligen das Nest so schnell wie möglich sichern. Wir werden das Nest schützen, aber dazu müssen wir es erst finden. Deswegen auch gestern Nacht die Schnur mit dem Stock. Die Schnur führt uns jetzt direkt zu den Eiern im Sand. Deswegen habe ich den Stock auch versetzt gesteckt. Nur mit der kleinen Markierung im Sand hätten wir lange gesucht. Das Geschlecht der Jungtiere ist von Temperatur und Tiefe des Nests abhängig. Bei einer Durchschnittstemperatur von 29 Grad wird der Nachwuchs männlich. Liegt die Temperatur darüber, wird er weiblich. Wieder dokumentieren Chris und Florian jedes Detail, auch mit GPS. Ein Holzgestell schützt die Eier. Die Freiwilligen von Archelon werden hier regelmäßig kontrollieren. Bei einem markierten Nest stehen die Chancen gut, dass alle Nestlinge überleben. Archelon schützt 75 Kilometer Küsten mit über 2000 Gelegen in ganz Griechenland. Doch auch wenn die Organisation 200.000 Touristen erreicht, nur ein Tritt auf ein nicht beschütztes Nest, nur ein Sonnenschirm im Gelege macht viel Arbeit zunichte.
Deswegen fordern immer mehr Umweltschützer totale Verbotszonen und geraten in immer größeren Konflikt mit denen, die am Tourismus verdienen. Wenn der August zu Ende geht, geschieht etwas Großartiges an den Stränden von Zakynthos. Es passiert nachts. Noch immer zieht Sotiris seine Runden, denn noch immer kommen Weibchen. Doch es werden weniger. Die meisten sind schon wieder aufgebrochen zu ihren Reisen durch das Mittelmeer. Meeresschildkröten betreiben keine Brutpflege. Dennoch, die von Archelon geschützten Nester haben hohe Schlupfraten. Gerade einmal 5 cm sind die Winzlinge groß, die jetzt völlig auf sich allein gestellt versuchen, das Meer zu erreichen. Im Mittelmeer lauern nur wenige Jäger am Strand. Nicht so dramatisch wie in den tropischen Meeren, wo nur 2/3 der Geschlüpften überhaupt die Wasserlinie erreichen. Trotzdem ist es für die kleinen Schildkröten eine Quälerei, sich durch den Sand zu schleppen. Denn wie die ausgewachsenen Tiere sind sie für die Schwerelosigkeit im Wasser geschaffen und nicht für das Landleben. Und wie ihre Eltern werden sie versuchen, in circa 20 Jahren genau an den Ort ihrer Geburt zurückzukehren, egal welche Gefahren ihnen drohen. Doch wehe, wer zu spät schlüpft. In der Mittagszeit brennt die Sonne erbarmungslos. Der heiße Sand wird zur Folter. Ihr Schutz, der dunkle Panzer, wird zum Fluch. Die Winzlinge drohen in der Hitze auszutrocknen. Haben sie das Meer gerade noch erreicht, sind sie so erschöpft, dass sie auch kleinen Wellen nichts mehr entgegenzusetzen haben. Die Tiere sind zu schwach, um zum Atmen aufzutauchen. Sie ertrinken. Nur eines von 1000 Jungtieren erreicht das fortpflanzungsfähige Alter. Und noch viel weniger werden so alt wie Sotiris. Ob die Kleinen das offene Meer erreichen, ist Sotiris dem Gigolo gleichgültig. Genauso wie die Weibchen kümmert er sich nicht mehr um den Nachwuchs. Sotiris hat andere Sorgen. Der Herbst steht bevor und er ist die letzte ausgewachsene Meeresschildkröte vor Zakynthos. Seine Artgenossen sind auf hoher See, denn die Nahrung wird jetzt knapp vor der Küste. Und sie wird noch knapper werden, wenn der Winter kommt. Deshalb hat Sotiris es eilig, in seinen Hafen zu kommen. Seine Freunde, die Fischer, werden ihn auch in der kalten Jahreszeit mit Nahrung versorgen. Auch dann, wenn sie wegen Sturm oder Wellen gar nicht zum Fischen hinausfahren. Schließlich hat er dafür gesorgt, dass die Touristen großzügig ihre Geldbeutel zücken. Und so ist es im Grunde seinem unersättlichen Appetit zu verdanken, dass die Fischer es sich leisten konnten, einige ihrer Kinder auf höhere Schulen und Universitäten zu schicken. Und dafür, nicht etwa wegen seiner zahllosen Frauengeschichten, verehren und lieben ihn die Fischer im Hafen von Laganas. Sotiris, den Retter, die schlauste Schildkröte der Welt.